So, E-Biken in Ennepetal, Ennepetal erleben, und jetzt zeigen wir euch, wo der hohe Stein ist. Geht steil rauf und dafür hat man eine schöne Aussicht. So, und dann oben melden wir uns da nochmal. Erstmal Ende. Ja, läuft. So. Wir können ruhig und so ein bisschen uns gegenseitig überholen. So. Hier war den richtigen Gang. Ja, jetzt habe ich das war einen totalen falschen Gang. Ich bin jetzt mit. Oh, Scheiße, steht falsch. Kann ich noch niemals den Gang ablegen? Muss ich mal wirklich korrigieren. Das Problem ist, dass mein Controller immer. Ich bin immer zu schnell. Ich kann nicht so langsam wie er. Deswegen ist total scheiße, wenn du immer zu schnell bist. Muss ich jetzt mal eben kurz überholen. Ja, ich überhole dich mal eben kurz. Jetzt kannst du mich wiederholen. So, wir fahren wie gesagt rauf zum hohen Stein. Ja, ich hatte ja gehofft, dass ich das alles unter Sonne erledige. Aber jetzt gerade, wo wir losfahren, hat sich ein bisschen verzögert, weil schade. Aber ist trotzdem noch eine gewisse Helligkeit noch da. Und nur aufpassen, dass man sich nicht auf die Fresse legt. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das alles nicht zu schnell durchfährt. Also die Räder kommen dann in Schleudern. Einen anderen Tag werden wir mal hier den Steinberg in Angriff nehmen hier. Einen anderen Tag. Komm schon! Oh, hier waren Wildschweine und haben alles aufgewühlt. Bin jetzt auch lange nicht gefahren, weil ich ganze Woche stark erkältet bin. Und da muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht ganz so sicher bin auf dem Fahrrad, wie ich das sonst bin. Ah.
Ui, 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 ui. Man hat ja immer Schwankungen, wenn man sich irgendwo was traut. Und heute, sage ich jetzt, ist nicht so richtig mein Tag. Wegen der Erkältung fühlt man sich dann nicht innerlich so stark, die Herausforderung anzunehmen. Hier bei dieser ganzen Sache. Ich muss an dir vorbei, weil ich bin zu schnell. Ich komme von links. Kannst du mithalten? Also ich habe, hier muss ich jetzt aufpassen. Kann jetzt nicht gut erklären. Ich habe 5 Stufen. Und ich fahre auf Stufe 1. Stufe 1 von 4 Stufen. Oh, das kommt jetzt. Scheiße. Da kannst du mich jetzt wieder überholen. Schaffst du mich zu überholen? Ja. Boah, wie schnell das geht. Jo. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ich hab zu viel Schub, dass ich kann die Kurve nicht so eng fahren. Da schmeißt mich das Fahrrad um. Oh, die haben den Weg ausgebessert. Die haben den Weg ausgebessert. Toll, wa? Sind wir immer da hochgefahren. Aber irgendwie traut mich das heute nicht. Wollen wir auch morgen nicht. Nee, wa? So. Nehmen wir die Fahrräder mit rauf. Ja. Einfach besser, wa?
Hol schon mal die Kamera raus, die andere. Muss ich ihn annehmen. Irgendwie bin ich jetzt zu blöd. So. Kannst du mir was über den Bodenstein erzählen? Weiß auch nichts so, oder? So, schon sind wir oben. Einmal, zweimal. Und jetzt wechseln wir die Kamera, weil die andere besser ist für hier oben. So, da unten ist das alte Hammerwerk. Leider ist das hier vor einigen Jahren ist das Dach abgebrannt. Ist da. Seitdem, ich versuche gleich mal da reinzuzoomen. Zeige euch mal das Dach. Ich habe hier jetzt eine super gute Kamera hier. Ich finde das echt schade, dass das nicht wieder richtig ins Leben gerufen wird. Allerdings muss man sagen, auch dieses, ich weiß nicht, was sagt man dazu, eine alte Schmiedefabrik, oder? Ja, ist alte Schmiedefabrik, steht auch unter Denkmalschutz. Und das macht die Sache dann schon ein bisschen schwierig. So, jetzt will ich mal euch mal das abgebrannte Dach zeigen. So, das ist jetzt das Teil vom abgebrannten Dach. Und ich hoffe mal, dass die ja irgendwie, da gibt es auch so einen Verein, der sich da gegründet hat, sich darum kümmert und bemüht ist, dass sie das da alles wieder in, richtig auf Vordermann bringen. Aber da gibt es schon das eine oder andere Problem, ja, auch mit den Eigentümerverhältnissen, die normalerweise schon geklärt sind. Da hängt also die Sparkasse mit drin. Hey, du Schwein. Das ist jetzt alles auf die Kamera. Was ich noch zu sagen hätte, dauert nicht eine Zigarette. Und zwar ist das hier dieses Ennepetal. Flusstal ist einer der schönsten von Nordrhein-Westfalen. Also wir haben in Ennepetal sehr schöne Ecken. Deswegen lohnt sich ein Besuch ist immer wert. So, da in der Richtung, das ist dann Richtung Altenförde und da ist auch das Platsch oder das Strandbad von Ennepetal. Ja, auch eigentlich ganz gut Besuch im Sommer, so auch im Winter mit Saunabereichen, alles was dazu gehört. Auch eine schöne Sache. Minigolf gibt es da auch, Anlage, viele Wandermöglichkeiten hier rum. Allerdings alles so ein bisschen, ja, Berg auch, also mit Steigung. So, von hier oben könnt ihr weiter nach Förderung wandern. Und da hinten ist auch noch ein Zeichen. So, schaut mal. Ja. Und dieser Weg hier, der ist eigentlich am einfachsten. Ist eigentlich recht sauber und man kommt da schon ganz gut hoch. Auch steil, aber nicht so wie jetzt den anderen Weg, den ich euch zeige. Hier geht auch ein Weg hoch. Der ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Der geht auch, wie gesagt, nach Förde, aber schon mehr Oberbauer geht der hoch. Ja? Muss man also auch ein bisschen sportlicher Kondition mitbringen dafür. Ist da noch ein Wanderschild irgendwo? Doch, gibt es, zeige ich euch. A6 ist irgendwie nicht mal gut zu erkennen. Das ist jetzt hier dieser Weg, A6. Immer dunkler, oder? Jetzt ist gibt es noch mal einen Weg. Der geht ganz steil runter. Also sagen wir auch schon ein bisschen steinig. Da muss man also gut
gut auf festen Füßen sein. Also jetzt muss ich hier mal gucken. Das Zeichen ist auch bescheuert hier. Ist nicht gut so gemacht, weil das zu sehr ins Tal reingedreht ist. Das müsste mal, das Zeichen müsste mehr hier zum Weg ausgezeichnet werden. Ich muss jetzt also mich ziemlich ausholen ins Tal. Wenn ich das jetzt auf die Kamera drauf habe, ist nicht so gut. Ist eigentlich sehr schön hier oben bei schönem Wetter. Hier wird es auch fertig. Aber muss das sein?